erstmal einen total interessanten Ansatz, die Texte nicht normal zu sprechen, da sie einfach auf eine andere Art und Weise hörbar werden. Und ich finde vor allem bei Reinhard Götz ist interessant, das zu machen, weil wenn man Reinhard Götz seine eigenen Texte selber lesen hört, dann sind die von so einer Energiegeladenheit, dass man so denkt, wie kann man das denn in irgendeiner Form, wie kann man dem irgendwie gerecht werden? Und da finde ich chorische Sprechweise sehr angebracht und einen schönen Versuch. Müssen die Schauspielerinnen, denen ja erstmal die große Freiheit genommen wird, den Text so sprechen zu dürfen, wie sie ihn eigentlich fühlen, sich erstmal meiner Führung so ein Stück weit unterordnen und dann innerhalb dieses engen Gerüstes, was wir da bilden, dann wieder eine neue Freiheit finden. Das ist herausfordernd und ich finde es ganz toll, dass die da so bereit sind zu folgen und dem zu vertrauen. Soll eigentlich so ein richtig dichter Soundtrack sein. Das, was ich jetzt in der Probe so am Klavier ausprobiere, das sind so Versuche, wie kann man das in so einer minimalen Motivik halten, wo reicht die Sprache aus, um das Bild, den Inhalt des Textes zu vermitteln, wo kann die Musik helfen, zum Beispiel eine Autofahrt zu beschreiben oder eine Landschaft, durch die gerade gefahren wird oder dann einfach auch wieder zusammenbrechen, dass man ganz klein in einem Büro ist, wo dann nur eigentlich wie so eine Timeline der Rhythmus durchläuft. Diese Unterschiedlichkeit, das ist halt einfach eine Sache, die in der versuche ich mich jetzt hier in der Probe schon so zurechtzufinden. Das gärt dann über die nächsten Wochen und da kommen dann erfahrungsgemäß dann ganz viele schöne Sachen am Ende. Es war anders und diese Papiere belegen das. Ich habe heute genau diese Papiere gezeigt. Choreografin und Körperarbeiterin, weil meine Arbeit ist nicht nur der klassische choreografische Form, kann man sagen, aber auch eine Art von generell Körperlichkeit oder körperliche Dramaturgie, kann man sagen. Ja, eigentlich war das sehr cool, weil diese Beschreibung war fast wie kleine Choreografies, kann man sagen. Also wenn man benutzt das und sagt, okay, du machst das war schon wie eine Plan für Körperlichkeit. Und das haben wir als Reenactment, ich nenne das, benutzt. Und nur die Textstelle benutzt, die sind auf körperliche Aktionen. Und die Aktionen auch für unseren Stil ein bisschen mehr tänzerisch gemacht oder abstrakter, kann man sagen. Und das war eine sehr coole Erfahrung und auch diese Macht, der Körper der Macht war interessant, weil wir haben sehr viel gearbeitet mit der Idee von der Alpha-Male, wenn man geht auch in Klischees, ist sehr klar, und der Beta-Male und was passiert, wenn zwei Männer sind in einem Raum und ein oder Personen sind in einem Raum und ein ist der Alpha und ein ist der Beta. Was tut denn der Körperlichkeit? Und dann was passiert, wenn noch eine Alpha kommt rein in das Zimmer? Gibt es denn eine Alpha? Ist der Alpha denn zum Beta geworden und der Beta dann geht zum C-Level-Man? Also das war sehr cool zu sehen, weil das ist so körperlich. Man denkt, dass das ist nur intellektuell und Business und Geld, aber der Körper hat auch eine Macht und das Machtenergie bringt ganz viel, finde ich, auf der Bühne. Ja, Toolbox. Also das war für mich eine Erfahrung über die Jahre arbeiten mit Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich habe bemerkt, dass man kann nicht mit der gleichen Instinkt oder Impuls, dass man mit Tänzer arbeitet, mit Schauspielern.
Und ich habe bemerkt, dass das ein sehr guter Modus ist, dass man baut einfach sehr viele Tools in diese Toolbox rein. Und wenn wir arbeiten mit so einer Toolbox, das heißt, ich oder Stefan als Regisseur oder die Schauspieler kann das einfach rausbringen in einen bestimmten Moment, wenn das passt am besten zum Stück. Und das hat mir immer gefehlt, dass das funktioniert einfach besser. Denn wenn ich sage, hey, du geh darüber und mach das und das und das und das ist für Schauspieler ein bisschen schwierig, finde ich persönlich. Es ist generell eine interessante Frage in 2023. Also was ist ein Frauenkörper, was ist ein Männerkörper, was ist also Gender-Körperlichkeit und im Sinne von Choreografie, also das kommt auch in der Tanzwelt sehr groß am Moment, kann eine Männer Ballerina sein, kann eine Ballerina eine männliche Partner sein, also das ist ein Thema generell und ich finde das sehr interessant, weil kommst du dann im Kern von das Gender von der Körper und ob man kann das bewegen, ob man kann das flexibel denken und wir haben dann also sehr platt einfach gearbeitet, auch mit Klischees, was ich finde, also wenn auf einer Seite denkst du, ah, oh, körperliche Klischees, also strong man, oh, pretty girl, also schade, aber dann auf die andere Seite, da sind so viele Möglichkeiten drinnen in diese Klischees und also Pina Bausch arbeitet auch mit Gender-Klischees und man kommt durch diese großen Klischees, finde ich, zum eine Feinheit eventuell, weil man kommt auch zum Kern von, dass jeden Körper hat jeden Möglichkeit. Also diese Frauen auf der Bühne kann extrem gut Hardcore 2000 Businessmen sein. Nur man braucht ein bisschen Zeit, durch diese Klischees zu gehen, bis man kommt auf eine sehr schöne körperliche Möglichkeit. Ich glaube, die Frauen hat total Lust und man sieht das auf der Bühne. Also ich glaube, wenn du gehst in diese Produktion, du siehst 8 tolle Frauen, die können alles. Die können Männer spielen, die können Frauen auch spielen natürlich. Und die haben das mit einer extrem coolen Energie reingepackt. Und das hat mich auch mehr Energie gegeben. Das war toll.